Im heutigen Tutorial würde ich euch gerne einen Etterpoll-Hack verraten, den ich bisher noch nie auf YouTube verraten habe. Und dieser Hack bringt mir derzeit ungefähr pro Tag 5,20 Euro ein. Ich weiß, hört sich erstmal nicht viel an, aber das ist wirklich zu 100% passives Einkommen. Dieses Einkommen könnt ihr euch auch generieren. Dafür braucht ihr jetzt nicht unbedingt viel Reichweite. Das Einzige, was ihr dafür braucht, ist den Hack, den ich euch heute hier in diesem Video verraten möchte. Ich möchte euch ganz genau zeigen, wie ich den umgesetzt habe, wie ihr ihn auch umsetzen könnt und vor allen Dingen, wie ihr euch auch langfristig damit ein passives Einkommen aufbauen könnt. Ich denke, viele von euch kennen sicherlich bereits die App Etterpoll. Etterpoll ist eine App, mit der ihr auf zwei unterschiedlichen Wegen Geld verdienen könnt. Ihr könnt zum einen diese Umfragen hier ausführen und könnt dadurch immer wieder solche Summen verdienen, wie zum Beispiel 71 Cent oder 92 Cent, 16 Cent, 43 Cent. Und ihr könnt natürlich auch andere Leute einladen und euch dadurch Referral-Einnahmen generieren. Und das sind bei mir derzeit wirklich mehrere Euro hier pro Tag, die ich damit verdiene und das zu 100% passiv. Falls ihr meinen Hack kennenlernen wollt und ihr wollt auch nebenbei online Geld verdienen, dann bleibt auf jeden Fall dran und bis gleich nach dem Intro. Fangen wir am besten direkt erstmal mit der Funktionsweise an. Wie genau funktioniert denn eigentlich Etterpoll? Das Ganze ist recht simpel. Zuallererst mal müsst ihr natürlich in euren App Store reingehen, sei es zum Beispiel in den Apple App Store bzw. den Google Play Store. Und sobald ihr das getan habt, würde ich einfach mal nach dem Begriff Etterpoll suchen. Übrigens, wenn ihr das Ganze direkter machen wollt, ich habe euch einen Link zu Etterpoll in die Videobeschreibung reingetan und dort ist übrigens auch ein Code dabei. Und wenn ihr diesen Code einlöst, dann kriegt ihr Geld umsonst. Ja, ihr kriegt da wirklich Geld geschenkt, ihr müsst nichts dafür tun, außer ihr müsst dann bei euch unten rechts auf Einstellungen draufklicken, müsst anschließend dann hier ganz unten auf Geben Sie den Referenzcode einklicken und dann könnt ihr hier meinen Referenzcode eingeben und wenn ihr das tut, dann kriegt ihr einfach mal so Geld geschenkt und müsst nichts weiter sonst machen. Deswegen schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Jetzt ist natürlich die Frage, wie genau kann man Geld über diese App hier verdienen? Da gibt es wie gesagt hier die Möglichkeit, einfach diese Umfragen durchzuführen. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel hier auf eine von diesen kleinen Umfragen gehen, sagen wir mal nur zu Testzwecken, nehme ich jetzt die hier für einen Cent, also die ganz oben, klicke einmal kurz drauf und dann muss ich halt hier zum Beispiel einfach eine Frage beantworten, nämlich in welcher Branche oder in welchem Beruf sind Sie tätig? Da könnte ich jetzt in meinem Fall hier ein bisschen nach unten scrollen, könnte zum Beispiel sagen, okay, ich bin zum Beispiel im Bereich Bildungswesen bzw. Schulbildung unterwegs, würde also hier draufklicken, würde dann noch weiter drauf gehen, in welchem Bundesland leben Sie? In meinem Falle Berlin, würde ich jetzt auch weiter draufklicken und dann gebe ich halt hier meine Alter an, in meinem Falle 25, klicke auf weiter und dann kann ich hier nochmal sagen, in welcher Abteilung ich unterwegs bin, in meinem Falle zum Beispiel Unternehmensleitung, klicke an anschließend dann hier auf Weiter und dann kann ich jetzt hier nochmal sagen, bitte geben Sie das Alter und Geschlecht Ihrer Kinder an. Ich habe kein Kind, dementsprechend gebe ich jetzt hier nichts an, klicke dann auf Weiter und jetzt, welche der folgenden hat keine Räder? Und in meinem Fall ist das selbstverständlich hier ein Elefant. Also klicken wir da drauf, dann klicken wir auf Weiter und jetzt habe ich die Umfrage abgeschlossen, kriege jetzt praktisch meinen Cent ausgezahlt und so einfach geht das Ganze und ihr könnt das Ganze auch machen. Natürlich, hier zum Beispiel diese Umfrage dauert 9 Minuten, da kriegt ihr dann 1,08 Euro oder zum Beispiel diese Umfrage hier dauert 15 Minuten, kriegt ihr 1,15 Euro, hier 21 Minuten 89 Cent. Ich persönlich würde immer nur die nehmen, wo ich zumindest, sagen wir mal, so 1 Euro pro 10 Minuten bekomme, dass ihr zumindest hier auf einen Stundenlohn von irgendwie 7, 8 oder 9 Euro kommt. Ich denke, viele von euch werden sicherlich sagen, oh, das ist mir aber nicht genug. Aber hey, wenn ihr zum Beispiel abends mal irgendwie vor dem Fernseher sitzt und ihr sitzt irgendwie auf der Couch und es kommt Werbung, dann kann man natürlich hier mal schnell ein paar Euro hinzuverdienen. Oder wenn ihr zum Beispiel morgens in der U-Bahn oder im Bus sitzt und ihr habt vielleicht mal 5 Minuten Zeit, dann warum nicht da einfach ein paar Euro hinzuverdienen? Genau, auf jeden Fall, das ist schon mal der erste Weg. Anschließend dann könnt ihr natürlich noch Folgendes tun, nämlich ihr könnt andere Leute mit eurem Referenzcode einladen. Das heißt, bei euch müsst ihr dann einfach auch nur auf Freunde einladen draufklicken. Anschließend dann könnt ihr dann hier euren Code kopieren und könnt diesen Code an andere Leute weiterleiten. Und wenn dann diese anderen Leute sich bei euch oder über euren Code sich bei Etterpoll eintragen bzw. sich Etterpoll herunterladen, dann kriegt ihr praktisch 20 Cent und der Freund kriegt 40 Cent. Und ihr könnt natürlich auch ein passives Einkommen aufbauen, weil ihr nämlich 10% von allen Einnahmen bekommt, die praktisch diese Person generiert. Das bedeutet jetzt nicht, dass die andere Person irgendwie 10% weniger bekommt, sondern ihr kriegt nochmal 10% on top. Heißt also, wenn zum Beispiel ihr eine Person einladet, die Person verdient 100 Euro im Monat, dann kriegt ihr nochmal 10 Euro extra ausbezahlt. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie man denn eigentlich solche Referral-Links an andere Leute schicken kann, beziehungsweise welchen geheimen Hack ich dafür euch habe, mit dem ihr richtig gutes Geld verdienen könnt. Wie genau könnt ihr also nun mehr Geld mit Etterpoll verdienen? Hier kommt nun ein kleiner Hack. Nämlich, ich denke, viele von
euch kennen sicherlich diese Plattform hier namens gutefrage.net. Und wenn ihr dort einfach mal folgendes Keyword eingebt, nämlich Etterpoll, dann werdet ihr Folgendes feststellen, nämlich dass sehr viele Leute bereits Fragen gestellt haben rund um das Thema Etterpoll. Zum Beispiel hier, ab wie vielen Jahren ist die App Etterpoll? Oder wie viel, denkt ihr, kann man mit Etterpoll in einem Monat machen? Oder mein Account auf Etterpoll ist gesperrt, wie gebe ich den wieder frei? Kann man sich bei Etterpoll auch sein Geld in Form von einer Pay-Safe-Card auszahlen lassen? Und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt also hier nach unten scrolle, seht ihr natürlich, dass ganz, ganz viele auch einfach fragen, hey, Geld machen durch Umfragen mit der App Etterpoll, hat da jemand Erfahrung? Das heißt, ich könnte jetzt Folgendes tun, ich könnte einfach mal hier draufklicken, könnte anschließend dann hier runtergehen und könnte jetzt sagen zum Beispiel, okay, ja, ich habe tatsächlich Erfahrung, hier ist zum Beispiel irgendwie mein Link oder so, beziehungsweise hier ist mein Code, wenn du den eingibst, dann kriegst du Geld umsonst. Und wenn ich natürlich jetzt hier rechts oben auf diese Lupe draufklicke, kann ich jederzeit nach weiteren Fragen suchen, zum Beispiel auch zum Thema Geld verdienen. Ich denke, gutefrage.net wird ein bisschen Probleme damit haben und deswegen ganz, ganz wichtig, ihr müsst euch immer auch die AGBs durchlesen, beziehungsweise ich würde einfach mal beim Support nachfragen. Aber wenn ihr zum Beispiel hier eine Antwort schreibt, dann gehe ich davon aus, dass ihr Affiliate-Links nicht unbedingt posten solltet, aber zum Beispiel einen Code durchzugeben, so etwas wie zum Beispiel meinen Code oder in eurem Fall natürlich euren Code, das kann man natürlich ohne Problem machen, dass man zum Beispiel einfach sagt, hier gibt es diesen Code und wenn ihr den eingibt, dann kriegst du halt Geld umsonst. Und am besten, wie gesagt, einfach nochmal eine gute Frage.net Support fragen und einfach mal sagen, hey, ist das erlaubt? Und ich gehe davon aus, dass ihr das ohne Probleme machen könnt. Aber hier zum Beispiel haben wir dann solche Fragen wie, was sind Aktien, kann man damit viel Geld verdienen oder hier Geld verdienen, wie kann ich Geld verdienen oder hier, wie kann ich leicht Geld verdienen, bin 14, möchte Geld verdienen und natürlich kann man dann immer auf diese Fragen hier draufklicken und kann auch auf diese Fragen antworten. In meinem Fall würde ich dann also hier einfach unten praktisch hingehen und könnte mir dann diese ganzen Antworten durchlesen und wenn ich jetzt sage, ich möchte darauf antworten, dann klicke ich einfach nur hier auf Antworten drauf und kann dann hier meine Antwort reinschreiben und da natürlich würde man dann auch seinen Code zum Beispiel reinschreiben, beziehungsweise könnte dann hier eine gute Antwort liefern und sagen, ach ja, gib doch gerne diesen Code ein, dann kriegst du direkt ein bisschen Geld umsonst. Und an eurer Stelle würde ich vielleicht nicht unbedingt jetzt auf Fragen antworten, die 12 Jahre alt sind. Kann auch in einigen Fällen tatsächlich Sinn machen, wenn man darauf spekuliert, dass Leute eines Tages mal dieses Keyword auf Google eingeben und dann auf diese Frage stoßen. Das heißt, uns geht es dann gar nicht so sehr darum, dass diese Person hier die Antwort liest, sondern eher, dass Leute, die halt praktisch auf gutefrage.net stoßen, die Antwort lesen. Aber wenn ihr diesbezüglich vielleicht ein bisschen das Ganze filtern wollt, dann geht einfach hier oben auf diesen Filter drauf und dann könnt ihr zum Beispiel hier einen Zeitraum festlegen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel sagen, von der letzten Woche, das heißt, ich möchte Fragen aus der letzten Woche hier lesen und dann hat man zum Beispiel diese Frage hier vor 5 Tagen, wie kann man das 15-Jähriger Geld verdienen oder wie kann ich eine Menge Geld verdienen oder ich darf nicht arbeiten, wie kann ich anders Geld verdienen und da könnte man natürlich jederzeit gute Tipps geben. Man könnte zum Beispiel sagen, hier gibt es diese App Etterpoll, hier gibt es zum Beispiel die und die App noch, wo man Geld verdienen könnte und damit könnt ihr natürlich nebenbei euch noch ein kleines weiteres Einkommen aufbauen. Und genau, das ist eigentlich schon die Strategie. Das heißt, ich würde mich auf gutefrage.net anmelden, ruhig auch nochmal den Support fragen, ob ihr das Ganze genau so machen dürft. Ich gehe davon aus, dass es absolut kein Problem ist und dann kann man natürlich schon direkt anfangen und seine Codes posten. Ich würde es bloß einfach nicht übertreiben. Versucht vor allen Dingen eines zu machen, nämlich wirklich einen Mehrwert zu liefern, gute Antworten zu schreiben und dann werdet ihr natürlich auch der Person helfen können, die diese Frage hier gestellt hat. Gut, das war es tatsächlich heute hier schon wieder für dieses Video. Nutzt gerne meinen Code, wenn ihr euch Etterpoll herunterladen wollt. Jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Geld verdienen und beim Link teilen. Viel Erfolg und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.